zusammen und willkommen zurück bei Crusader Kings 2, wo wir gerade einen Kandidaten gefunden haben, oder eine Kandidatin, und zwar die Prinzessin Barbara vom Byzantinischen Reich. Ist das einzige Mädchen noch in der Dynastie, was verfügbar ist. Und sie ist, ja, gerade auf die Welt gekommen. Ja, im letzten Monat, ist noch kein Monat alt. Und wir haben jetzt ein Verlöbnisangebot geschickt. Und zwar unseren jüngsten Sohn, Prinz David von Alba, der 2 Jahre alt ist, versuchen wir jetzt nach Byzanz zu verloben. Mal gucken, ob sich darauf eingelassen wird. Jawohl, er hat es angenommen. Sehr schön. So, wie sieht es denn jetzt mit dem Pakt aus? Wir haben nicht Angriffspakt mit Byzanz, mit Aquitanien. Ja, Köln ist klar. Ja, das nochmal Byzanz, weil, ja, die stehen da trotzdem. Ja, unserer Partnerin sowieso. Gut. Schön wäre es jetzt, wenn wir noch die Meinung von ihm höher kriegen würden. Wir haben sogar eine bessere Meinung von ihm als er von uns. Was kostet uns denn? Moment mal, er hat Krieg gegen Sultan Alptekin, dem Säufer. Oh, und noch gegen ein paar andere. Für ihn sieht es gar nicht so gut aus. Deswegen. Heiliger Krieg um Chiva. Wir schließen uns an. Da steigen wir auch in seiner Gunst. Senden das Ganze ab. Gucken mal, wo Shiva ist. Weil das habe ich absolut keine Ahnung. Okay. Interessant. Müssen wir unsere Truppen um den halben Globus schicken. Gibt es hier eine Verbindung mit dem Schiff? Ich glaube, wir können hier reinfahren ins Schwarze Meer. Die Frage ist, ich glaube, wir schicken da nur unsere Truppen hier los. Dafür brauchen wir noch ein paar Kommandanten. Dann nennen wir noch mal ein paar. Ich weiß auch nicht, ob wir noch Gescheite hier haben. Rory? Kann, glaube ich, oh doch. Herzog Rory, obwohl Rory geht, glaube ich, nicht, weil er ist. Doch, er ist nur Regent. Geht. Der ist Hofspitzel, da geht das nicht. Und sonst haben wir halt nur schlechte. Oh, was hat er denn für ein Kampfmodifikator? Italienische Rüstung des Kreuzes. Den Vizekönig von Schottland hat der als unser Berater. Das macht aber nichts. Berater haben sonst keine weitere Funktion. Der Earl von Tyrone. Ja, gut. Dann bringen wir hier wen mit. Rory kommt mit. Murray kommt mit. Und Gospatrick. So. Dann brauchen wir roundabout 40 Schiffe. Ne? Was kriegen wir hier? Zu wenig. Hier haben wir gar keine. Hier haben wir aber bestimmt welche. Ne? 54. Eigene Besitztumsflotten zusammenziehen. Das würde ja reichen. Die kann ich doch noch aufteilen. Ne? Neue Einheit, genau. Das heißt, die 19 Schiffe können wir auflösen. Wir benutzen nur unsere. So, die marschieren runter und bis dahin sollten wir dann auch
Nachricht haben. Jawohl, er ist dafür. Das heißt, wir fahren jetzt hoffentlich ins Schwarze Meer. Also sind wir auch ewig und drei Tage unterwegs. Kommen wir hier hin? Ja, hervorragend. So, stellen wir erstmal auch die Bauaktivitäten ein. Da sind aber reichlich Truppen. 15.000. Und da nochmal 12.000. Bauernaufstand am unteren Dnepr. Wie heißt es? Ich weiß nicht. Da kommen wir mit unseren 3.800 Mann nicht weit. Herzog Ewan von Mercia. Wir beenden hier erstmal wieder die Intrigen. Was bringt es mir denn? Gibt es vielleicht gerade irgendwelche Ritterorte, die verfügbar sind? Ja, hier Jakobsritter. Die können wir auch noch anwerben. Söldner möchte ich jetzt nicht unbedingt anwerben. So, die sind ja voll. Nee, da fehlen noch zwei Kommandanten. Haben wir keine mehr? Nee, die sind alle zugeteilt. Okay, dann brauchen wir hier Schiffe. Die letzten 20, das passt ja. Die gehen auch aufs Schiff. Und folgen. Das ist natürlich nicht viel. Also wir müssen zusehen. Da sind bestimmt der Bauernaufstand, ne? Ja. Wir müssen zusehen, dass er auch seine Truppen bewegt. Sonst kann es hier ganz schnell düster aussehen. Auch die Flotte ist schon da. Das heißt, ihr geht jetzt hier an Land und kümmert euch erstmal um den Bauernaufstand. Ist die Gattin schon wieder schwanger? Gibt's ja nicht. Und wir haben einen britischen waldenserischen Aufstand. Das ist in Cornwall, genau, wo wir gerade am Bekehren sind. 6.000. Wow. Das ist ordentlich. Das sollte aber mit unseren Truppen reichen. Die marschieren dahin und die können wir hier eigentlich wieder auflösen. Sonst haben wir ja nirgendwo Truppen. Die sollen sich erstmal sammeln. Ein Bauernaufstand zu Ende. Aber hier ist noch eine Armee. Das ist aber auch ein Bauernaufstand. Die haben wohl gerade mit mehreren Bauernaufständen zu kämpfen. Gut, so. Die 3.800 Mann gehen erstmal hier an Land. Meine Arbeit langweilt mich und die Tage schleppen sich nur so dahin. Fleiß mag ja eine Tugend sein, aber es ist anstrengend. So, wir sind nicht mehr fleißig. So, die 3.800 Mann kämpfen erstmal hier. Nee, Geldmittel habe ich jetzt leider nicht. Wir müssen leider die Mission ablehnen. So. Der Bauernaufstand ist beendet. Tunesien hat hier was? Gibt's ja nicht. Wo hat er denn seine ganzen Truppen, Mensch? Ich will mich jetzt hier nicht so weit reinwagen.
Jetzt kümmern wir uns erstmal hier um unseren Bauernaufstand. Wir müssen die Truppen abziehen. So. Wir latschen dahin und da können wir hier unterwegs bestimmt noch ein paar. Oh, guck mal, hier sind doch 3500 Mann. Mit denen zusammen sollte das eigentlich funktionieren. Und das hier ist unser Kampf, ne? Gegen Sultan Alptekin, den Säufer. So, die anderen sind auch da. Kommt, ihr fahrt hier hin. Ihr geht auch dort an Land. Und dann kann ich die 20 Schiffe auflösen, damit die Vasallen nicht so rumzicken. Die können wir verbinden. Das sind nur 5300 Mann. Wir gehen hier erstmal auf Beobachtungsposten am Bosporus. Komme ich da überhaupt hin? Ja, geht. Herzog Richard hat einen Titel übernommen. Ach, da ist auch gerade eine Armee am Kämpfen. Wer ist denn das? Kornische Armee. Brauchen wir ja nichts mehr machen, wa? Nö. Gut. Dann könnt ihr schon wieder aufgelöst werden. Dann kümmern wir uns wieder hier rum. Ups, da. So. Ich sehe leider hier keine Armeen. Das ist verdammt schlecht. Wo ist denn der Feind? Das sehe ich doch hier auf diplomatische Beziehungen. Gucken wir hier. Nee, ich muss ja gucken. Ne? Oh, wir sind bei plus 1%. Wie kommt's? So, da müssten wir doch sehen, was rot ist. Okay. Das hier alles. Wir sind weit, weit weg. Um was geht's in diesem Krieg überhaupt? Die wollen Shiva haben. Und der Krieg läuft, ja, knapp 2 Jahre. Gucken noch mal, wo es ist. Nicht zur Heimatprovinz gehen. Da. Oh, da unten. Da haben die 5800 Mann, aber da komme ich nicht mehr rechtzeitig hin. Werden sie jetzt mit aller Macht versuchen, da was rauszuschlagen. Dann versuchen wir, andere Provinzen zu besetzen. Und zwar natürlich welche, die feindlich sind. Hier, das ist die erste Provinz, die wir erreichen können. Englische Truppen hier, ey. Unglaublich. So. Unser Sohn Gamal, der Krebs hat. Staatsverwaltung. Grüblerisch und gewissenhaft. Gewissenhaft ist er. Träge und überheblich ist er nicht. Ja. Ein Beraterplatz ist frei. Ja, der ist jetzt im Krieg.
Das ist schlecht. Rory möchte Platz haben. Er ist auch ein mächtiger Vasall. Ja. Dann nehmen wir Rory. Oh, noch ein. Der Hofgeistliche. Oscar. Das ist, glaube ich, einer unserer Freunde, ne? Ist auf jeden Fall unser Gebildetster. Den müssen wir dann auch, glaube ich, wieder zuteilen, weil der ist bestimmt noch am Bekehren. Ja, da ist noch nicht genug bekehrt. So. Unsere Truppen marschieren hier durch die Steppe. Wurde noch ein Burgstädtchen gebaut. Eine Tochter, Ronalda? Nein, auf keinen Fall. Donella, Alice, Helen. Okay, nennen wir sie Helen. Ich glaube, die Schiffe löse ich auf. Weil das hier dauert wahrscheinlich eh länger. Dort sind 1850 Mann. Da schwenken wir doch einmal um. Hier kommen ja noch ein paar Truppen hoch von den Byzantinern. Wir sind komischerweise bei 25%, aber das ist gut. Bin ich mit zufrieden. Jetzt schlagen wir noch diese Armee hier. Damit wir auch ein bisschen was getan haben. Da unten sind 7000 Mann. Den gehen wir aus dem Weg. Und wir waren auf dem Weg dahin. Das ist jetzt natürlich schlecht. Ich glaube, dann gehen wir lieber weiter nördlich. Wir müssen ja auch gucken, dass wir die Truppen irgendwann hier wieder wegholen. Ne? Jetzt wird er die 745 da vernichten, aber den kann ich nicht helfen. Tut mir ja nun leid. Ach, die sind noch am Fliehen, okay. Ich dachte, die stehen da schon. So, unser Sohn, unser Ältester ist gestorben an Krebs. War ja eigentlich klar. Der ist gestorben. Das heißt, unser nächster ist Prinz Callum in 8 Jahren. Der auch eine Hasenscharte hat. Okay. Soll ich jetzt Risiko eingehen, da angreifen? Nee. Boah, da sind nur noch 1400 Mann. Nee, 8000 sind da. Das heißt, wir schwenken doch um. Wir marschieren unserem Kriegsziel oder dem gemeinsamen Kriegsziel entgegen. Die sitzen uns im Nacken. Deswegen sollten wir die Armee da verstärken. Oh, sind auch 8000 Mann. So, die Italiener haben mit einem Bauernaufstand zu kämpfen. Elfsig, der Gottfunke. Noch ein Heiliger. Okay, Leute, aber an dieser Stelle sind wir fertig. Müssen mal gucken, wie sich das Ganze entwickelt. Und wir sollten auch eine Gattin für unseren Erben finden.
Müssen wir gucken, ob wir das in der nächsten Folge schon machen. Ich meine, früh binden könnte sich lohnen. Schauen wir mal. Ich gucke mal offscreen nach einem geeigneten Kandidaten. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Leute, euch einen schönen Tag. Macht es gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss und ciao, ciao.